Viele Läden können ihre Miete nicht mehr zahlen und unzählige Branchen sitzen auf Bergen von Waren, die sie nicht verkaufen können, derzeit. Von den menschlichen Tragödien im Zusammenhang mit den harten Auflagen dieser Regierung möchte ich noch nicht einmal hierbei sprechen. Ich habe diese Woche ein Interview gesehen, es war glaube ich Montag oder Dienstag, in dem eine Dame allen Ernstes vorgeschlagen hat, dass man ja die Silvesterraketen zu einem späteren Zeitpunkt abfeuern könne, wenn es sich dann auch wirklich lohnt zu feiern. Ein guter Anlass dazu wäre ja, wenn genügend Impfdosen zur Verfügung stehen. Einem Gerücht zufolge hat ein Arzt von einem hochrangigen Mitglied der bayerischen Regierung erfahren, dass der Lockdown noch für viele weitere Monate geplant wäre. Aber man könnte diese Nachricht den Bürgern noch nicht zumuten. Ja, dazu sage ich nur Salami-Taktik. Ja, und ja, Gerüchten soll man ja nicht unbedingt glauben. Ich bin aber auch nicht der Typ dazu. Aber ich muss euch sagen, unseren Politikern glaube ich persönlich schon lange nichts mehr. Wir hatten in den letzten 20 Jahren ja schon immer mehr oder weniger heftige Finanzkrisen und die Folgen oder besser gesagt die Schäden der Finanzkrise 2008, 2009 haben wir noch nicht einmal annähernd behoben. Damals wäre ein guter Zeitpunkt für mutige Politiker gewesen, die europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik komplett neu zu ordnen. Diese Chance wurde jedoch verpasst und stattdessen haben sich Politiker und Banker darauf verständigt, die Papiergeldpresse anzuwerfen, um uns das Märchen vom immerwährenden Geldfluss und des unendlichen Wachstums zu erzählen. Wer mit klarem Verstand und ein wenig Geschichtsbewusstsein durch die Gegend lief, dem war klar, dieses Experiment gab es in der Vergangenheit bereits in vielfacher Weise und es musste auch immer scheitern. Das liegt in der Natur der Sache, denn es gibt kein exponentielles Wachstum in einem begrenzten System. Hierüber habe ich ja die letzten Tage wieder einige Stunden recherchiert und ich habe hier interessante Quellen gefunden, die ich euch auszugsweise hier auf meinem Kanal vorstelle. Wahrscheinlich noch in diesem Jahr. Und von daher, wenn du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, dann tu es am besten mit der Glocke, dann verpasst du hier kein Video mehr. Viele Experten sahen auch folgerichtig einen unausweichlichen Crash von historischem Ausmaß auf uns zukommen, der noch viel hässlichere Seiten zutage fördert als in Anführungszeichen nur den Verfall einer Währung. Und was für mich ein klares Zeichen dafür ist, dass wir uns mitten in diesem Crash befinden, das ist der Graben, den Politiker und Medien mit jedem Tag tiefer und tiefer graben und uns gegeneinander in Stellung bringen. Das Problem der herrschenden Klasse ist nämlich, dass es Leute gibt, die ihren Verstand noch beieinander haben und in der Lage sind, klar zu denken und klar zu sehen. Und diejenigen, die alles glauben, was man ihnen erzählt, denen muss man das Gefühl moralischer Überlegenheit vermitteln, wenn sie all die Dinge tun, die man von ihnen verlangt. Falls vor deinem Nachbarhaus ein Auto steht, welches du vorher noch nie dort gesehen hast, dann tust du ein gutes Werk, wenn du schon mal die Polizei informierst. Es könnte sich nämlich um ein konspiratives Treffen von Corona-Leugnern handeln. Und um hier wieder eine klare Linie reinzubringen, wenn ein gefährlicher Virus im Umlauf ist, dann spricht doch überhaupt nichts dagegen, vorsichtig zu sein, Abstand zu halten und Masken zu tragen. Dazu braucht es doch überhaupt keine Verordnungen, Lockdowns oder ähnliches. Die Menschen sind doch im Allgemeinen vernünftig. Aus welchem Grund sind unsere Politiker dann also so fanatisch in ihrem Bestreben, die Menschen zu kontrollieren? In diesem Zusammenhang stelle ich euch einmal eine Frage, die ihr euch selbst beantworten oder auch gerne in der Kommentarspalte diskutieren könnt. Wer ist eurer Meinung nach mächtiger, beziehungsweise wer kontrolliert hier wen? Die Politiker, die Lobbyisten oder kontrollieren die Lobbyisten nicht vielmehr unsere Politiker? Eine spannende Frage, findet ihr nicht? Vielleicht hat man ja in Berlin erkannt, dass der Lockdown eine vergleichsweise günstige Möglichkeit darstellt, den Aderlass der Wirtschaft nach Belieben zu steuern. Denn wenn man einstmals gesunde und gut aufgestellte Unternehmen jetzt finanziell ausbluten lässt, dann bleibt diesen Unternehmen ja nichts anderes übrig, als sich neu zu verschulden. Und die Druckerpresse in der EZB laufen ja bekanntlich bereits
auf Hochtouren. Kürzlich hat ein Virologe geschrieben, dass der C-Virus oder das C-Virus noch verhältnismäßig harmlos ist gegenüber dem, was in den nächsten Jahren bevorsteht. Das würde zusammenhängen mit dem Klimawandel und dass die Viren jetzt viel schneller vom Tier auf den Menschen übertragen. Und wer könnte denn etwas dagegen haben, wenn uns die Politik auch in den nächsten Jahren vor diesen schlimmen Viren schützen will? Wir wissen ja jetzt, wie schnell die Pharmakonzerne entsprechende Impfungen entwickeln können. Ich will hier keine Quizshow aus diesem Format machen, aber manchmal bringen einen vielleicht die richtigen Fragen auf die richtige Spur. Und die Frage lautet, glaubt hier jemand, dass es unseren Politikern in erster Linie um unsere Gesundheit geht? Oder glaubt jemand, es geht vielleicht doch um Geld? Ich glaube in jedem Fall, dass unsere Politiker den Lockdown als extrem nützliches Instrument erkannt haben und dass es am 10. Januar definitiv nicht vorbei sein wird. Wir können hier gerne eine Wette abschließen, aber so oft, wie wir allein in diesem Jahr dreist belogen worden sind, ich denke da an die Worte von Herrn Spahn und welchen Fehler er im zweiten Lockdown angeblich nicht mehr machen würde, dann stelle ich für mich fest, ich traue dieser Regierung nicht von hier bis über die Straße. Das habe ich ehrlich gesprochen zwar noch nie getan, aber so massiv wie mein Vertrauen in den Staat in diesem Jahr erschüttert wurde, so heftig war es persönlich für mich noch nie. Die Weltgesundheitsorganisation befürwortet Lockdowns im Übrigen auch nicht, um das Virus zu kontrollieren, sondern nur, um zu restrukturieren und um medizinisches Personal zu schützen. WHO-Regionaldirektor Hans Kluge sagte dazu Folgendes. Wir wissen, dass komplette Lockdowns die Nachfrage nach psychischer Gesundheitsfürsorge steigern und zu einem Anstieg der häuslichen Gewalt führen werden. Zudem würden weniger chronisch Kranke in Krankenhäuser gehen, was zu vorzeitigen Todesfällen führen würde. Angesichts der negativen Folgen eines Lockdowns, nämlich dass die Menschen in finanzielle Notlagen kommen, erachtet die WHO nationale Lockdowns als letzte Möglichkeit. Es könnten Maßnahmen ergriffen werden, die Leben retten und gleichzeitig die Lebensgrundlage erhalten. Alleine das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bis zum 1. Februar, Homeoffice und Beschränkungen großer Versammlungen könnten einen großen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie und dem Erhalt der Lebensgrundlage leisten. Das sind jetzt, wie gesagt, keine Eingebungen vom Daniel Sauer, sondern das sagt keine geringere Institution als die WHO. Liebe Leute, ich mache es kurz. Diese Regierung will nur euer Bestes und wer glaubt, dass es sich hierbei um eure Gesundheit handelt, der soll das auch bitte weiterhin ihr tun. Ich glaube das im Übrigen nicht und wahrscheinlich ihr auch nicht. Es gibt keinen Grund, pessimistisch in die Zukunft zu sehen. Wir sind nicht die Ersten, die schwere Zeiten durchleben müssen. Wir werden auch nicht die Letzten sein. Daher ist Jammern definitiv keine Alternative und dass die Weihnachtszeit auch schon einmal fröhlicher war, darüber gibt es definitiv keinen Zweifel. Wer sich und seiner Familie und auch den Kindeskindern ein wirklich großes Geschenk machen möchte, der beschäftigt sich in den kommenden Tagen und auch Wochen einmal intensiv mit den Hintergründen und Mechanismen unseres Finanzsystems. Ihr werdet verblüffende Zusammenhänge und auch Parallelen aus der Vergangenheit erkennen und die derzeitigen Geschehnisse zweifellos neu einordnen. Spätestens dann wisst ihr, für euch öffnet sich ein historisch einmaliges Zeitfenster, in dem ihr das Quadrat der Unwissenden verlassen und in das Dreispeichenrad überwechseln könnt. Das, was die einen verlieren, das gewinnen die anderen. So einfach ist das Spiel. Falls du also bislang noch keine Entscheidung treffen konntest, dann ist jetzt der Zeitpunkt, der richtige Zeitpunkt gekommen, dich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen. Melde dich bitte gleich jetzt zu meinem Webinar. Mach es wie die Hochfinanz an, um zu erfahren, weshalb Weihnachten für institutionelle Anleger in diesem Jahr nicht fröhlicher sein könnte. Dir sind die Hintergründe des Finanzsystems bereits schon klar. Du willst auch endlich ins Handeln kommen und du bist dir aber unsicher und brauchst hierzu einen erfahrenen Experten, der dich zum Ziel führt. Dann vereinbare einfach gleich ein kostenfreies und natürlich unverbindliches Kennenlerngespräch. Wir werden uns aller Voraussicht nach vor Weihnachten noch einmal sehen. Um dies sicherzustellen, bitte ich dich, meinen Kanal, wie gesagt, zu abonnieren und auch die Glocke zu drücken,
denn dann verpasst du garantiert kein wichtiges und neues Video von mir. Ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen vierten Advent. Alles Gute, bleibt gesund, vor allem im Kopf. Herzliche Grüße aus Eichenzell, euer Daniel Sauer.